Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Mein Name ist Robert und heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Edios und den Basisfunktionen eine Fotokollage erstellt. Wie ihr natürlich aus meinen anderen Tutorials wisst, beziehe ich mich immer nur auf die Basisfunktionen, also auf diese Funktionen, die Edios mitbringt. Somit erstellen wir unsere Collage nur mit Edios und den Basisfunktionen und bedienen uns nicht einer anderen Bildbearbeitungssoftware. Dann fangen wir jetzt mal an und wie ihr seht, habe ich jetzt hier vier Bilder übereinander gelegt. Natürlich haben diese Bilder eine viel, viel größere Auflösung, als wir hier jetzt mit HD oder Voll-HD ausgeben wollen. Und der erste Gang ist jetzt, dass wir in die Projekteinstellungen gehen. Jetzt gehen wir ganz nach unten, aktuelle Projekteinstellungen ändern. Hier könnt ihr jetzt eure ganzen Einstellungen lassen. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist die Bildgröße. Dort geben wir jetzt ein 4K, also 3840 x 2160 Pixel. Ich gebe das jetzt hier manuell ein. Natürlich kann bei dem einen oder anderen, genauso so wie bei mir, das Renderformat plötzlich rot erscheinen, also dass es in der Art nicht gerendert werden kann. Dann müssen wir halt ein anderes Format wählen. Das können wir aber danach dann wieder zurücksetzen. Es geht jetzt nur, damit wir die ganze Sache mit OK bestätigen können. Jetzt haben wir natürlich eine 4K-Auflösung und jetzt können wir unsere einzelnen Bilder alle deaktivieren und lassen nur die obere Spur aktiv und öffnen dann den Layouter. Jetzt verkleinern wir unser Bild und wie wir sehen, haben wir hier vier Felder und jedes Feld hat jetzt die Größe von Voll-HD, also 1920 x 1080 Pixel. Und unser Foto passen wir jetzt an ein so Feld an und wenn wir das genau positioniert haben, dann können wir das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt steht unser erstes Foto an der richtigen Position, jetzt aktivieren wir die nächste Spur und öffnen den Layouter dazu. Und auch dieses zweite Foto passen wir jetzt an die Größe eines Feldes an und positionieren es richtig. Und diesen Vorgang machen wir dann mit den restlichen zwei Fotos genauso. Also als erstes die Spur aktivieren, dann öffnen wir den Layouter dazu, positionieren unser Foto und bestätigen das Ganze mit OK. Und wichtig dabei ist, dass wir immer daran denken, dass die obere Spur, also sprich unser oberes Bild, immer das untere Bild verdeckt. Also müssen wir da sehr genau arbeiten. Wie wir sehen, haben wir jetzt unsere Collage erstellt mit vier Bildern in einem. Und jetzt kommt der magische Moment, in dem wir ein Standbild erzeugen. Mit der Steuerung, Taste und T können wir unser Standbild abspeichern und das wird im Hauptverzeichnis hinterlegt. Und jetzt können wir unsere vier Fotos herauslöschen und gehen wieder zu unseren Projekteinstellungen zurück. Und unter Projekteinstellungen ändern, können wir eben jetzt unser Projekt wieder auf die alten Parameter zurückstellen. Und wenn wir das gemacht haben, bestätigen wir das Ganze mit OK. Und jetzt holen wir unser Standbild aus dem Hauptverzeichnis und legen es in die Timeline. Und verlängern unser Objekt. Jetzt legen wir unser Objekt genau an eine gerade Zahl. Also bei mir ist es jetzt 32 und 0 Frames. Also 32 Sekunden und 0 Frames. Da habe ich meinen ersten Marker gesetzt. Dann gehe ich 12 Frames weiter, setze meinen zweiten Marker. Dann lasse ich 2 Sekunden dazwischen frei. Dann setze ich wieder einen Marker. Dann gehe ich wieder 12 Frames weiter, setze wieder einen Marker. Dann gehe ich nochmal 12 Frames weiter, setze wieder einen Marker. Dann lasse ich wieder 2 Sekunden Platz dazwischen, dann setze ich wieder einen Marker, dann lasse ich wieder 12 Frames dazwischen, setze wieder einen Marker und nochmal 12 und dann wieder 2 Sekunden und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt meinen letzten Marker gesetzt habe, dann sehen wir eine gleichmäßige Verteilung. Jetzt ziehe ich mein Objekt etwas nach vorne, damit wir eine Einblendung haben und öffne den Layouter zu meinem Objekt. Dann orientieren wir uns jetzt an unseren Markern, aktivieren die Keyframes und setzen die ersten Keyframes am ersten Marker. Am zweiten Marker setzen wir dann die nächsten Keyframes, aber bevor wir die setzen, ziehen wir unseren Cursor hin
und gehen jetzt in die rechte Eigenschaftsleiste und geben dort ein, statt so wie bei mir jetzt 33,3%, gehe ich jetzt auf 67%, damit ein Foto so groß ist, dass es den ganzen Bildschirm ausfüllt. Wollt ihr ein Voll-HD-Projekt ausgeben, müsst ihr natürlich auf 100% gehen und es würde nicht 33, sondern 66,7% dort stehen. Jetzt sieht man schon, das Bild wandert hier. Jetzt nehme ich die zweiten Marker und kopiere diese Keyframes mit Steuerung C und füge sie mit Steuerung V am dritten Marker ein. Dann gehe ich zum vierten Marker und dort stelle ich jetzt meine Größe wieder zurück, damit ich wieder alle vier Bilder sehe, auf 33,3%, oder alternativ kopiert man die ersten Keyframes vom ersten Marker und setzt sie an die Stelle von dem vierten Marker. Dann gehen wir an den fünften Marker hin. Und am fünften Marker gebe ich jetzt natürlich dann auch wieder die Größe 67% ein und ziehe das nächste Bild genau in die Mitte, damit dieses genau angezeigt wird. Und diesen Vorgang wiederholen wir immer wieder. Einfach gesagt ist, so wie ich es jetzt dargestellt habe, hier oben im schwarzen Feld, habt ihr eine Projektgröße von 1280x720 Pixel, dann ist es eigentlich ganz einfach zu halten. Der Marker 1, 4, 7, 10, 13 muss die Größe von 33,3% haben und alle anderen Marker, also 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 und 14, haben die Größe 66,70%, also 67%. Und genauso verhält sich es unten mit der Projektgröße. Wenn ihr eine Ausgabegröße habt von 1920x1080 Pixel, dann ist die Markerverteilung genauso, nur die Größenangaben seht ihr hier 66,70% oder 100%. Und alles basierend eben aus dieser Standbildausgabe von 3840x2160 Pixel. Wenn wir dann alle Keyframes gesetzt haben, dann können wir das Ganze mit OK bestätigen. Schauen wir uns das mal an. Jetzt sehen wir schon, das Bild zoomt ein, zoomt weg, zoomt nächste ein, zoomt weg, das nächste ein, zoomt weg und so weiter und so fort. Jetzt markieren wir die nächst oben liegende Spur und öffnen den Quick-Titler. Und da schreiben wir jetzt unseren Text rein, den wir brauchen. Also ich schreibe jetzt einfach mal hier Las Vegas rein. Und wenn wir den Text geschrieben haben und in der Größe und Schriftart angepasst haben, dann können wir den ganzen Text zentrieren und danach können wir ihn mit Speichern unter bestätigen. Jetzt passen wir unser Titelobjekt an und ziehen es genau zwischen die Endmarker der 2 Sekunden. Dann öffnen wir den Layouter dazu. Jetzt können wir unseren Text verschieben. Als erstes aktivieren wir unsere Keyframes und setzen beim ersten Marker eine Reihe der Keyframes. Dann können wir unseren Text verschieben. Am besten orientieren wir uns immer an irgendwelchen geraden Linien. Das sieht dann sehr gut aus. Und damit wir eben unser Objekt verschieben können, schalten wir oben auf den Button von 2D auf 3D Ansicht und dann können wir in drei Achsen unser Objekt verschieben. Jetzt ziehen wir unser Objekt auf Höhe der Kante nach außen und gehen dann mit dem Cursor so 10-12 Frames nach innen und ziehen unser Objekt wieder rein und achten darauf, dass wir mit der Schrift wieder an derselben Stelle von der Kante sind, dass also da keine Höhenunterschiede sind, sondern dass es immer an der gleichen Stelle ist. Und dann sieht man, da haben sich jetzt zwei Keyframes gebildet. Jetzt gehen wir ziemlich ans Ende, so 10-15 Frames vor dem Ende. Dort setzen wir unseren Cursor hin und dann ziehen wir unser Objekt circa einen Buchstaben breit weiter auf dem Dach nach rechts. Also nur ein ganz kleines Stückchen. Und schon sieht man, jetzt haben sich wieder zwei Keyframes gebildet. Jetzt ziehen wir unseren Cursor bis ans Ende und ziehen unseren Text parallel laufend zu dieser Linie vom Dach so lange nach rechts, bis der Text verschwunden ist und achten darauf, dass der wirklich parallel mit dem Dach verläuft. Und wenn der Text dann verschwunden ist, dann können wir das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt vergrößern wir uns unsere Ansicht und setzen unser Objekt nochmal genau zwischen die 2-Sekunden-Marker. Ich sehe hier, das passt nicht ganz. Und wenn wir das dann genau zentriert haben, dann können wir eine kurze Ein- und Ausblendung machen von einer halben Sekunde. Und wenn wir dann den Cursor bewegen, dann sehen wir schon, wie unser Objekt ein- und ausfährt. Und wenn man genau hinschaut, kommt das Objekt schnell rein, fährt langsam weiter und zieht dann wieder ganz schnell raus aus dem Bild. Und im Grunde haben wir jetzt die erste Textanimation fürs erste Bild erstellt. Das müssen wir jetzt natürlich für die anderen drei Bilder wiederholen. Der Vorgang ist immer derselbe. Nur wichtig ist, dass wir uns immer in jedem Bild eine andere Kante suchen, in dem unser Text durchfliegt. Ansonsten setzen wir unser Textobjekt immer zwischen diese 2 Sekunden. Und
Wenn wir dann alle durch haben, sind wir eigentlich fertig. Wichtig ist nur, dass ihr euch jetzt nicht darauf versteift, dass ich jetzt gesagt habe, hier 12 Frames, hier 15 Frames und nur 2 Sekunden anzeigen. Wenn ihr das länger haben wollt, dann müsst ihr dementsprechend die Objekte länger ziehen und diese Einblendungen und Keyframes vom Abstand einfach dementsprechend weitersetzen. Das halt dann zum Beispiel, wenn jetzt die Einblendung eine Sekunde sein soll, dann müsst ihr halt das alles dementsprechend anpassen und einfach rumprobieren und ihr werdet sehen, da ergeben sich Tausende und Abertausende von Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Zum Anschluss zeige ich euch noch das fertige Ergebnis und ein weiteres. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und bis zum nächsten Mal, euer Robert. Ciao.